Hallo und willkommen zurück zur Schicksalsklinge. Ja, letztes Mal waren wir ja auf eine verfallene Herberge gestoßen, hatten da übernachtet und hatten dann auch schon angefangen, da den Keller ein bisschen auszukundschaften. Ja. Ja, wir hatten schon mal probiert aufzunehmen, das hat nicht ganz geklappt. Wir hatten dann so fünf Minuten ungefähr. Ich glaube, sogar weniger waren das. Oder weniger gespielt. Das heißt, wir kennen jetzt schon ein bisschen was von dem, was jetzt noch auf uns zukommt, gleich. Ja, ein kleines Stückchen kennen wir schon, aber nicht viel. Also, wir bewegen uns erstmal auf die Tür zu. Achso, ja, genau, den Raum noch ein bisschen auslaufen. So. Klima öffnet wieder. So, hier sind wir dann entlang gelaufen. Genau. Hier bedeckt eine klebrige Flüssigkeit den Boden. Es ist jedoch ein leichtes, die andere Gangseite zu erreichen. Okay, dann hatten wir hier diese Tür geöffnet. Und dann habe ich schon da in der Ecke die Truhe gesehen. Genau. Die Ecke der Truhe hat man schon gesehen. Genau, da sieht man schon die Truhe. Und dann haben wir jetzt hier erstmal einen Kampf gegen eine Mumie. Ja. Unsere erste Mumie. Ich habe bestimmt irgendwelche blöden Witze gemacht. Achso, willst du, Ja. Ups. Willst du es mit der Maus machen? Mhm. Die Mumie war aber keine ganz so große Herausforderung. Ja. Ich habe noch gerade versucht, mich an die blöden Witze zu erinnern, die wir gemacht hatten. Ich weiß es auch nicht mehr, deswegen müsst ihr jetzt leider darauf verzichten. Gut so. Vielleicht besser so. Ich glaube, irgendwas mit feuerfesten Bandagen oder so. Ah ja. Ups, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Wieso? Doch angegriffen? Nee, die Frenja hat mich angegriffen. Ach so, die hat. Da hatte ich versehentlich gerade alte Optionen gemacht. Die Mumie hat angegriffen. Ja, aber noch so ein, zwei gute Attacken, dann wird es das gewesen sein mit dem laufenden Klopapier. So, jetzt noch einen schlechten Witz reingehauen zum Ausgleich. Na, jetzt aber fall um. Jetzt. Ja, genau. Okay. Gut, so, und dann weiß ich nicht mehr genau, wo wir langgelaufen sind, weil du bist. Ja, dann hatten wir nämlich hier in der Ecke, vor der wir jetzt stehen, hatten wir eine Fallgrube entdeckt. Da sind wir runtergefallen. Wollen wir das jetzt vermeiden? Ja, ich würde sagen, das vermeiden wir jetzt erstmal. Oh, Truhe. Und die Truhe hatten wir noch nicht geöffnet. Wir genau, sind nicht zuerst runtergefallen. Das ist jetzt neu für uns. Genau, was haben wir denn? Mit einem leisen Klicken schnappt das Schloss auf. Die Truhe enthält folgendes: Säbel, Wurfmesser und normale Messer. Nee. Brauchen wir alles nicht? Nee, nicht unbedingt. Haben wir keinen. Ach so, ja, stimmt. Wir machen ja gar nicht mehr mit Wurfmessern. Es ist auch nur eins. Also. Ja, okay, das. Ja. Können wir erstmal liegen lassen. So, dann gehen wir doch einfach mal in dem Gang weiter. Überall klebrige Flüssigkeit. Ja, das ist, glaube ich, nur dieses eine Feld. Und jedes Mal, wenn ich habe das Feld nicht wieder erkannt. Dieses Feld betritt, kommt immer wieder diese Meldung. Ein bisschen schwer zu verfolgen, wenn man nicht selbst steuert. So, da, ich sag mal so. Ach so, das Schwarze ist ja die Fallgrube. Okay. Oder? Auf der Karte. Ja. Gehen wir nochmal auf die Karte. Nee, das ist einfach nur, weil wir auf dem. Auf dem Feld nicht. Ach nee, aber das. Ich meine, das sind ja zwei Felder. Ich weiß jetzt nicht, ob die Fallgrube sich über beide Felder. Also das Feld mit der Fallgrube ist das, wo ich jetzt den Pfeil drauf zeigen kann. Ja, und das wenn man haben unten wir. Und drunter lang geht, was würde dann passieren? Unten drunter? Ach so, da war schon die Mauer. Also, da war schon die Mauer. Ja, ich kann das gerade mal zeigen. Komisch. Guck, da ist schon der Raum zu Ende. Also hier stehen wir jetzt. Jetzt sieht man es so, auch. Ach so, okay. Ja. So, jetzt geht's hier wieder nach Norden weiter. Oh, ein Skelett. So, ich mal. Du
kannst erstmal abwarten. Ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll. Bewegen. Und. Ach nee, nicht bewegen. Abwarten. Du dahin. Der ist sicher schön an die Wand gedrückt, dass nur drei Leute gleichzeitig angreifen können. Mhm. Ja, ich glaube auch, dass es in dem Dungeon hier noch eine ganze Menge mehr Fallgruben gibt, wenn ich mich erinnere. Hm. Also, ich glaube, da werden wir es kaum vermeiden können, da irgendwo reinzufallen. Irgendwo plumpsen wir noch rein, ja, macht ja nichts. Ich glaube, Fallgruben ist auch nicht das Einzige, was hier uns das Leben schwer machen wird. Die Kämpfe, die waren bisher eigentlich noch ziemlich einfach. Außer man hat Veteranenzwerke. Nee, also ich meine, es die Kämpfe hier in dem, in dem Dungeon. Ja, das war's schon. So sprechende Skelette. Ja, lustig geschrieben. So, na gut. Na gut. Oh. Ein Totenkopf. Oh nein. Und ist auch noch das Licht ausgegangen. Irgendwas. Also unsere Gruppe wurde auch getrennt. Moment, ach so, jetzt sind. Ach so, das ist immer verwirrend. Also wir müssen auf die Namen gucken, die dunkel sind. Rock, Lima, Osage, Frenja und Tadoman sind getrennt von Angrund und Teleria. Irgendwas ist gerade passiert, dass die Gruppe getrennt wurde. Kannst gerade mal auf die. Ja, genau, weil ihr könnt euch absolut nicht orientieren. Ja klar, der Talon ist nicht da. Ja, weil dunkel ist. Du kannst die Teleria gerade mal. Ja, du kannst auch die andere Gruppe gerade mal angucken, schauen, wo die ist. Sieht so aus, als wäre die irgendwo entweder hin teleportiert worden oder runtergefallen. Ja. Da ist eine Tür. Proklima kann das Schloss nicht öffnen. Das ist natürlich blöd, weil ja unsere andere Gruppe sich jetzt natürlich absolut... Die können sich orientieren, wenn die Teleria einen Lichtzauber spricht. Ach so, wie macht sie das denn? Wie immer, mit dem Zauber-Button. Wie immer. Veränderung? Ich glaube Verwandlung. Ach nee, Veränderung. Okay. Ah, okay. Gut. Oh. Ach du Scheiße. Also wir sind genau im gleichen Raum. In dem gleichen Raum, nur oben drüber. Nee, wirklich im gleichen Raum. Geh mal eins nach vorne, jetzt kannst du hier rechts diesen Button Gruppe vereinigen klicken. Ach so. Wir haben uns nur im Dunkeln verloren oder so. Ja, ja. Das war ja merkwürdig. Das naja. Das war jetzt lustig. So, jetzt ist gut. Das ist aber auch ganz gut, wenn jetzt die Gruppe wirklich getrennt wäre auf zwei verschiedenen Ebenen. Das wäre wirklich blöd gewesen. Ja. Jetzt sind wir wenigstens... Okay, alles wieder heile. So, gucken wir mal, was es hier gibt. Ich kann hier mal die Tasten übernehmen. Ein muskelbepackter, kleinwüchsiger Mann säubert gerade eine eiserne Jungfrau vom angetrockneten Blut. Als er euch bemerkt, greift er an, nicht ohne vorher noch einmal einen Alarmruf ausgestoßen zu haben. Super. Wen haben wir denn da? Folterknecht. Okay. Ach du je. Was denn? Das ist unser... Also das ist kann, sie... Nee, das ist die das, Frenja. Genau, ich kann die nie auseinanderhalten. Frenja ist die mit dem Helm, mit den Knubbeln. Ja, okay. Hauptsache, er steckt uns nicht in die eiserne Jungfrau. Du kannst wahrscheinlich eh nichts machen. Na gut, er kann sich Richtung Gegner bewegen. Ja, ich will nicht, dass er irgendwen blockiert. Gucken. Ich frag mich, ob jetzt hier... Ich frag mich, ob jetzt hier noch weitere... Gegner hinzukommen. Du hättest, glaube ich, angreifen können. Hatte noch drei Punkte.
Ich bin gerade verwirrt, Moment. Ich kann die schon wieder nicht auseinanderhalten, alle. Ich finde es immer extrem schwierig, dass die alle gleich aussehen. Ja, das ist halt irgendwie, da ich das schon so oft gespielt habe, kann ich die halt, also habe ich da eigentlich nicht so ein Problem damit. So, das wollte ich eigentlich machen. Jetzt nochmal. Du dahin. Jetzt haben also wieder alle drumherum. Du kannst nicht mehr angreifen. Du kannst aber angreifen. Und du greifst auch gut an. Nein, du kannst nicht angreifen. Du musst abwarten. Sieht nicht so aus, als würde da noch jemand kommen. Normalerweise hat man, also bisher hatten wir immer alle Gegner auf einem. Ja, das muss glaube ich nicht so sein. Ich meinte halt nur, weil da was stand von wegen, dass er halt irgendwie einen Warnruf. Ach so, weil er Warnruf ausgekommen. Ach ja, natürlich. Kann natürlich sein, dass der jetzt noch irgendwie. Oh, was haben wir denn hier? Totenkopfgürtel kenne ich nicht. Heiltrank ist auch nicht schlecht. Peitsche. Ja, nehmen wir den Totenkopfgürtel doch erstmal mit und dann den Heiltrank und den Goldschmuck. Peitsche. So. 30 Abenteuerpunkte. Dann gucken wir doch mal ins Inventar. So. Was ist das denn? Können wir das anschauen? Das ist ein. Ja gut, da steht dann jetzt wahrscheinlich einfach nur, das ist ein Totenkopf. Gehen wir das doch mal dem Talora an. Denn er kann... Ist das der Slot hier? Einfach mal ins Inventar legen. Und dann können wir probieren, diesen Zauber zu sprechen, der einem sagt, was magische Gegenstände können. Mhm. Das ist, glaube ich, war das Hellsicht? Ja. Das ist, glaube ich, dieser... Analysieren, ja. Taloran versinkt in Meditation. Ich kann nichts Besonderes erkennen. Das ist merkwürdig. Dieser Gürtel sieht einfach nur böse aus, weil er einen Totenkopf hat. Aber ich glaube, der kann aber schon was. Wir können mich gerade mal ausprobieren. Also, hier in Schicksalsklinge gibt es noch keinen eigenen Gürtel-Slot. Geben wir es in die Hand. Ja, deswegen muss man das in die rechte Hand nehmen. Beziehungsweise in die... Ne, eigentlich in die linke Hand. Denn die sind ja wahrscheinlich alle Rechtshänder. Geil mit Animation. Oh, ja. -1. Das hat nämlich unsere Totenangst um 4 Punkte verringert. Ach so, gut. Jetzt können wir natürlich mal gucken, wer hier besonders viel Totenangst hat. Das wäre dann einerseits die Roglima oder aber die hat halt ein Schild auf der Hand. Die haben ein Schild in der Hand und deswegen fürs Erste, hier im ersten Spiel, hat es zunächst mal der Taloran einfach. Okay. Sollen wir der Roglima den Schmuck noch abnehmen oder so? Ich kann mal gucken, wie viel das ausmachen würde. Ich meine, das kann natürlich auch noch der Taloran nehmen, obwohl der... Ja, aber den stört es nicht so. Er hat noch recht wenig. Gucken wir mal. Das wäre vielleicht der Osagiel. Nimmt der das einfach mal. Ja. Und dann haben wir noch einen Heiltrank. Den kann vielleicht mal der Angron nehmen. Mhm. Okay. Gut. Dann musst du dich jetzt nochmal umgucken. Dann sieht es jetzt erstmal so aus, als wären wir hier gefangen. Aber hier gibt es doch bestimmt irgendwo noch eine Wand, durch die wir laufen können. Muss ja. Hoffe ich mal zumindest. Das Spiel endet hier. Vielen Dank. Ah ne, da haben wir schon die Illusionswand gefunden. Okay. Gucken, wann die anderen Folterknechte kommen. Oh, da haben wir noch ein paar Zombies. Das war Zombie, richtig. Okay, bewegen, kleine Elfe mit Ohren. Du bist die da. Zu weit, ja, ich kann hier nicht so weit laufen. Egal, einfach mal vor. Es wäre vielleicht auch nicht schlecht, wenn wir nach dem Kampf nochmal speichern würden. Ja, das sind, ich muss gerade mal gucken, ich sehe die ganze Zeit nur 2 Wege, was ja dumm, das sind ja 4 Kästchen eigentlich. Mhm. Also, ja, genau, der Gang ist 4 Kästchen breit. Okay. Ich meine, du kannst einfach mal so Richtung Zombie klicken und die finden dann schon ihren Weg. Mhm.
kann, aber habe ich den Ding zum Mikrofon. Und er muss ja. Ups, ja, direkt auf das. Direkt drauf. Ah, okay, dann ich jetzt mit dem angegriffen. Dann gehst du mal dahin. Ja doch, du stehst da schon. Dich, ach du bist da, okay, dann gehst du da. Es wäre vielleicht besser damit, naja, ist nicht egal, der ist jetzt eh futsch. Ich glaube der Osagiel, der braucht da gar nicht mehr. Großartig sich zu bewegen. Ach doch, er hat noch mal einen Zug. Angreifen kann er natürlich nicht mehr. Okay, der ist auch futsch. So schnell geht's. Gut, dann speichern wir hier am besten mal. Auf I. Und genau. Warte mal, machen wir vielleicht gerade mal den Slot oben drüber, da wo 19 steht. Oder ist es das 24? Ja, ich weiß. Im Prinzip das 24. Wir sind in der 24. Aufnahme. Okay. Gut, weiter geht's. Da oben haben wir, so wie es aussieht, wieder eine Sackgasse. Klicken wir gerade kurz. Ja. Gerade da lang laufen. Da scheint nichts zu sein. Hier bedeckt. Achso, wieder klebrige Flüssigkeit. Hier bedeckt eine klebrige Flüssigkeit den Boden. Hat denn da seine klebrige Flüssigkeit verloren? Zombies vielleicht. Gut. Sieht wieder so aus, als wären wir ein. Oh. Oh oh. Frau Glima bleibt plötzlich wie angewurzelt stehen. Sie kann die Füße nicht mehr vom Boden heben, den hier eine klebrige Flüssigkeit zu bedecken scheint. Ach nein, jetzt ist sie festgeklebt. Frau Glima zerrt vergeblich, kommt aber nicht los. Und jetzt? Ach so. Hat sie also, Schaden bekommen, weil wir sie wegziehen mussten, sozusagen. Genau. Naja, war nicht so wild. Also es sieht wieder so aus, als wären wir hier eingesperrt, aber irgendwo gibt's bestimmt wieder eine. Ja, da vielleicht schon. Nein. Hier nicht. Da auch nicht. Ja, wahrscheinlich am Gangende. Ja. Vermute ich mal. Gut. Ups, Entschuldigung. Ups. Rechte Maustaste. Zurück zum Spiel. So. Da geht's nicht weiter. Da geht's auch nicht weiter. Da geht's weiter. Gut. Jetzt haben wir hier wohl einen größeren Raum. Der große Raum ist von beißendem Gestank erfüllt. Durch die Schwaden bräunlichen Nebels könnt ihr einen Alchemisten an einem Tisch werkeln sehen. Aber auch er scheint euch bemerkt zu haben. Auf eine Handbewegung seinerseits hin lösen sich... Oh. Da gehört kein Komma hin. Lösen sich 5 undeutliche Schemen aus der Tiefe des Raums und greifen euch an. Echt? Ich kann Kommasetzungen nicht gut. Okay, so. Wollen wir den Kampf dann in der nächsten Folge machen? Ja, machen wir das. Okay, gut. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.